Vielen Dank an Achim für die super Organisation und auch an Micha, die heute leider nicht kommen kann, weil sie ziemlich krank ist. Also ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin beim Nord-Süd-Forum im Vorstand und auch bei Terre des Femmes und bin auch bei München Artgerecht aktiv. Das alles ehrenamtlich. Hauptberuflich arbeite ich am Goethe-Institut. Mache in dem Bereich auch viel Lehrerfortbildung, zum Teil auch mit Inhalten des globalen Lernens. Lehrerfortbildung für Deutschlehrer aus aller Welt. Und ansonsten unterrichte ich in Deutschkursen. Und mir ist es eine große Ehre, dass ich heute hier sein darf bei ATTAC. Leider ist es erst zum zweiten Mal, dass ich beim ATTAC-Palaver dabei bin, weil wir montags immer unsere eigene Veranstaltung vom Nord-Süd-Forum unten haben. Wir finden das schade und wir möchten natürlich, dass ATTAC den Termin vielleicht mal verlegt. Dann kommt Micha auch ein bisschen öfters zu uns. Ja? Also was das Thema Agrarpolitik angeht, da bin ich zwar natürlich jetzt keine Expertin im eigentlichen Sinne, aber ich beschäftige mich schon seit 5 Jahren extensiv, sagen wir mal, und immer auch mal wieder intensiv mit dem Thema. Im Jahr 2012 hatten wir einen Jahresschwerpunkt vom Nord-Süd-Forum, Jahresschwerpunkt Ernährung, mit sehr, sehr vielen Veranstaltungen über das ganze Jahr laufen. Und da habe ich mit Heike Winkler zusammen ein Kabarett zu dem Thema gemacht. Auch hier im Haus, vielleicht waren ja manche von Ihnen oder euch dabei, ja? Hier erkenne ich zum Beispiel schon 2 Leute, die da damals auch dabei waren. Also sonst ist die Kenntnisse über Landwirtschaft sind bei mir also theoretischer Natur. Ich habe allerdings auch Verwandte, die in der Landwirtschaft arbeiten. Und zwar eher in der konventionellen Landwirtschaft. Selbst habe ich keine Praxis, was das angeht, noch nicht einmal Zimmerpflanzen, muss ich gestehen. Unser Thema heute Abend ist Agrarpolitik und Handelspolitik. Beides hat direkte und indirekte Auswirkungen auch auf die Flüchtlingskrise. Ist aber nur ein Aspekt. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Fluchtursachen. Ja? Und die Handelspolitik und Agrarpolitik ist nur ein Aspekt davon. Die Zahlen und Daten habe ich meistens gerundet, zwecks besserer Anschaulichkeit. Also sollte hier jemand sein, der seine Doktorarbeit zu dem Thema schreiben möchte, bitte ich darum, die Zahlen doch nochmal neu nachzugoogeln, damit sie auch sicher sind. Manchmal hatte ich auch widersprüchliche Zahlen, die nicht so ganz zusammenpassten. Ich habe mir dann jetzt nicht die Mühe gemacht, das im Detail ganz genau zu recherchieren, sondern es ging eben darum, dass man einen Überblick hat und eine gewisse Anschaulichkeit. Das war mir wichtiger. Mein Anliegen dabei ist eigentlich, dass man die Gruppen von Naturschutz, von Tierschutz, eine Weltgruppen und andere politische Gruppen wie ATTAC, dass sie zusammenfinden, um eine schlagkräftige und wirkmächtige Front zu bilden gegen die Zerstörung unserer Umwelt und unserer sozialen Bezüge und auch der ethischen Grundsätze, was Tierschutz, aber auch was den Umgang mit Menschen angeht. Das Thema Ernährung und Landwirtschaft betrifft uns eigentlich alle und ist auch allumfassend, betrifft auch eigentlich alle Politikbereiche. Jetzt hatte ich ein bisschen Sorge, dass ich bei ATTAC, wenn ich über Handelspolitik spreche, Eulen nach Athen trage. Denn ich weiß, dass hier viele Leute seit Monaten mit TTIP beschäftigt sind. Ist jemand vielleicht da von der TTIP-Gruppe? Sind da Leute da, die... Nee? Das beruhigt mich fast ein bisschen. Okay. Weil ATTAC sind da natürlich die Experten. Ich werde aber auch viel über Agrarpolitik allgemein sprechen, europäische Agrarpolitik, weil ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man die Agrarpolitik versteht, um diese ganzen Zusammenhänge auch besser zu verstehen. Weil alle reden von Bio, alle reden von fairem Handel und so weiter, aber kaum einer weiß, wie es eventuell funktionieren könnte, und zwar innerhalb des Systems, wie wir es hier jetzt nun mal haben, und wo da die Stellschrauben sind, wo man was verändern und verbessern könnte. Ja, also die
Ich spreche zunächst über die Produktionsbedingungen in der Landwirtschaft heute, dann über EU-Agrarpolitik, dann über Handelspolitik und am Schluss über das Thema, was können wir eigentlich machen, um etwas zu verändern. Jetzt erstmal das Bild. Warum habe ich dieses Bild ausgewählt? Was hat das mit Fluchtursachen zu tun? Oder was ist überhaupt, wer hat sowas schon mal gesehen? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute. Bitte? Live meinst du, nicht im Fernsehen. Nicht im Fernsehen. Nicht in Tierdokus, sondern live. Wer hat sowas live schon mal gesehen? Immerhin. Mutterkuhhaltung heißt es. Richtig, Mutterkuhhaltung. Sie kennen sich aus. Und warum sieht man das so selten? Weil es extensive Bewirtschaftung bedeutet. Ja. Und weil die jungen Kühe normalerweise von den Müttern getrennt werden, die Kälbchen, schon am ersten oder zweiten Tag, damit sie sich gar nicht erst an die Mutter gewöhnen, denn die Kuh muss ja immer wieder trächtig werden, um überhaupt Milch geben zu können. Ich habe dieses Foto auf meiner Radtour in Mecklenburg-Vorpommern aufgenommen und dachte, es ist vielleicht ganz gut für den Anfang. Was ich dort auch gesehen habe, ist hier dieses Schild Ernte in Gefahr. Das ist eine Gruppe, die wohl zum Bauernverband gehört und die versucht hier, man kann das nicht so sehen, hier vorne ist ein Feld voller Unkraut, ja, und mit Mais, der gar nicht richtig wächst, nur so hoch, ja, also eigentlich wirklich Mist. Und dahinter stehen wie die Soldaten die richtigen Maisstauden. Hier wird erklärt, Ernte in Gefahr, was ist denn hier passiert? In diesem Feldabschnitt haben wir auf modernen Pflanzenschutz verzichtet und so weiter. Und dann soll hier gezeigt werden, wie viel der Ernte, also bis zu 57% der Ernte wird zerstört, wenn man keinen modernen Pflanzenschutz einsetzt. Fand ich immerhin interessant, weil ich dachte, okay, was bringt jetzt die Bauern dazu oder eine Gruppe dazu, mitten aufs Feld an einem Radweg so ein Schild zu platzieren? Offensichtlich sind sie ja doch irgendwo in der Defensive, was diese ganzen Glyphosat und andere Themen betrifft. Das nur zur Einführung. Jetzt ein kleiner Quiz. Wie viel Prozent des BIP werden im Agrarsektor erwirtschaftet? Wie viele Menschen arbeiten im Agrarsektor? 5%. Wie viele landwirtschaftliche Betriebe gibt es in der Europäischen Union? Und wie viele Beschäftigte sind dort? Erstmal, wie viel Prozent des BIP? 5%. Für Deutschland? Was meinen Sie? 5%? Nein. 1%? Mehr. 30%? Nein. Ups. Ja. Bitte? Was habe ich noch gehört? 1-2%. 1-2%. Okay. Und wie viele Menschen arbeiten in dem Sektor? 1%. 1%. Und wie viele landwirtschaftliche Betriebe gibt es in der Europäischen Union? Also Europäische Union, ungefähr 500 Millionen Einwohner. Ja, okay, das ist ein bisschen schwierig. Ich gebe schon die Auflösung. 1 Million. Also? In Deutschland 1%, Sie kennen sich aus hier, ja, das ist schön. 1,3% arbeiten im Agrarsektor, ich habe aber auch schon andere Zahlen gelesen, aber es ist immer so zwischen 1 und 2,2, ja, nicht? In der EU sind es 4,4, im Euroraum 3,1, in Rumänien 25%. Rumänien ist an der Spitze, Griechenland 13%, auch sehr, sehr hoch, ja, der Anteil. Aber in Südostasien manchmal über 50%. Wie das mit dieser Zahl zusammengeht, habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Kommt mir nicht plausibel vor, aber gut. Und in Afrika gibt es Gegenden, in denen bis zu 80% in der Landwirtschaft arbeiten.
So, dann in Europa gibt es ungefähr 13 Millionen landwirtschaftliche Betriebe, viele davon, 30% noch kleine, 17,5 Beschäftigte in der Landwirtschaft. So, jetzt, was haben wir hier? Deutschland als Exporteur und Importeur von Fleisch, das muss man eigentlich auch wissen. Das sind die Jahre jetzt von 95 bis 2010. Das sind die Importe, das sind die Exporte. Also wir haben praktisch bis zum Jahre 2007 oder so praktisch nur Rindfleisch exportiert. Diese Exporte sind zurückgegangen. Jetzt inzwischen exportieren wir auch relativ viel Schwein. Quelle ist hier, oft ist die Quelle ABL, Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Oft, aber nicht immer. Verschiedene Quellen. So, dann, wie wurde in der Landwirtschaft früher produziert? Kreislaufwirtschaft. Das heißt, wie viele Tiere sie hatten, hing davon ab, wie groß ihr Land war. Denn die Tiere haben mit ihren Fäkalien praktisch den Acker gedüngt, der Dünger war nötig und das Futter von den Feldern hat wiederum Mensch und Tier ernährt. Die Bauern hatten meistens eigenes Saatgut oder es gab einen Kleinhandel, man hat Saatgut auch selbst vermehrt und es gab eine Fruchtfolge zum Erhalt der Böden. Fruchtfolge, allen klar, was das ist, man baut nicht jedes Jahr das Gleiche an, sondern man baut im Wechsel an. Ja? Vor allem wurde der Boden sorgsam behandelt, damit die Fruchtbarkeit erhalten bleibt. Wie ist es heute, konventionelle Landwirtschaft heute? Tierhaltung und Bodenbewirtschaftung sind entkoppelt. Sehr, sehr viele Bauern machen sowieso nur das eine oder das andere. Und dann möglichst im großen Stil. Viele haben einen teuren Maschinenpark. Das Problem bei diesen sehr großen Maschinen ist, dass sie den Boden praktisch quasi wie betonieren. Wenn sie immer mit diesen sehr schweren Geräten auf dem Boden fahren, wird der Boden, die obere Schicht, immer fester, immer härter. Und das zerstört den Boden auch auf Dauer. Wenig Fruchtwechsel. Import von Futtermitteln, auch gegen Soja, hauptsächlich aus Lateinamerika. Und Einsatz von Hybridsaatgut. Hybridsaatgut ist Saatgut, das man nicht selbst wieder weiter vermehren kann. Oder nur mit Mühe. Und man muss das praktisch jedes Jahr immer wieder neu kaufen. Und die Saatguthändler sind einige wenige auf der Welt. Und Einsatz von Kunstdünger und Pestiziden und Antibiotika als Prophylaxe in der Tierhaltung sind auch ein großes Problem. Die Folgen der Rationalisierung in der Landwirtschaft, Vernichtung von kleinbäuerlichen Existenzen, inzwischen auch Vernichtung von mittelbäuerlichen Existenzen immer mehr Arbeiten sind keine qualifizierten Arbeiten, sondern man hat dann Tagelöhner aus EU-Staaten statt gelernter Fachkräfte. Die Verantwortung für Kapitaleinsatz ist größer als die Verantwortung für das Leben. Früher hatte der Landwirt ja in erster Linie Verantwortung für das Leben. Qualtierhaltung in der Massentierhaltung gehört quasi dazu. Und Medikamentenmissbrauch ist eigentlich in der Agrarindustrie auch quasi eine Existenzbedingung. Wenn nicht prophylaktisch diese Medikamente, die Antibiotika gegeben werden, hat man sehr schnell eine Seuche oder ein Problem. Die Auswirkungen auf die Umwelt sind auch vielen bekannt. Zerstörung unserer natürlichen Ressourcen. Die Böden werden überdüngt, ausgelaugt. Sie haben gehört jetzt, dass in manchen Gebieten in Niedersachsen sehr viel Gülle ausgebracht wird auf die Felder. Da
Dadurch ist die Nitratbelastung sehr hoch. Das ist gefährlich fürs Grundwasser. Und man darf nur eine bestimmte Menge Gülle ausbringen, hat aber viel zu viel davon. Und diese Gülle wird praktisch in ganz Deutschland, es gibt einen richtigen Gülletourismus, die wird in ganz Deutschland jetzt verteilt. Und man weiß nicht, wohin mit dieser Gülle. Vernichtung durch der Artenvielfalt durch Pestizideinsatz, Bienensterben durch Neonicotinoide, Glyphosat ist ein Problem, da haben wir alle schon von gehört, denke ich. Artenvielfalt, in der Stadt gibt es viel mehr Vogelarten zum Beispiel als auf dem Land inzwischen. Und CO2-Belastung, ein großes Problem, über das erst seit kurzer Zeit gesprochen wird, sind die multiresistenten Keime durch den Antibiotikamissbrauch. Natürlich gibt es Antibiotikamissbrauch auch in der Humanmedizin, aber in der Tiermedizin ganz besonders. Und dadurch, dass die Tierärzte auch kritisiert worden sind, dass sie so viele Antibiotika einsetzen, haben sie das zum Teil ein bisschen eingeschränkt, greifen jetzt aber dann sogar zu Reserveantibiotika. Und diese Reserveantibiotika, da gibt es auch Forderungen, dass man sagt, Reserveantibiotika sollte man für die Tierhaltung vielleicht ganz verbieten. Dann, wer sind die Gewinner? Saatgutkonzerne natürlich, Pharmaunternehmen, Düngemittelhersteller, Patentanwälte, weil sehr viel auch Patente angemeldet werden auf Pflanzen und Finanzdienstleister. Die Schnäppchenjäger bei Aldi, Lidl und Co. an der Supermarktkasse sind die auch die Gewinner. Es ist die Frage. Ja? Die Rechnung hier bei Aldi, Lidl und Co. Ja? Das Fleisch, das Kilo Fleisch, was ist so der Mindestpreis, der niedrigste Preis, der Superdumpingpreis für ein Kilo Fleisch? Hat jemand eine Idee? Nee, alles Vegetarier. Oder keiner will sich outen. Ja, genau, 5, aber auch schon 4 Euro. 4 Euro pro Kilo gibt es auch schon. Fragt man sich natürlich, wie soll man für 4 Euro ein Kilo Fleisch produzieren? Die Folgen bezahlt, die Kosten werden dann vergesellschaftet. Die Rechnung zahlen die Sozialkassen, insofern als sie ja die Opfer der Rationalisierung irgendwie mitversorgen müssen. Nicht jeder Landwirt, der aufgeben muss, ist dazu in der Lage, dann einen IT-Kurs zu machen und dann eben in andere Bereiche zu wechseln. Kann halt nicht jeder. Krankenkassen auch, durch unsere Ernährung einmal, aber auch durch den Druck am Arbeitsplatz, mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen und vieles andere mehr. Von dem multiresistenten Keim habe ich schon gesprochen. Es wird geschätzt, dass 15.000 Todesfälle im Jahr durch multiresistente Keime verursacht werden. Man kann das natürlich nicht genau feststellen, weil die Leute, die an multiresistenten Keimen sterben, das sind alte und kranke Leute, wo man nicht immer genau sagen kann, was jetzt die Todesursache ist. So ein gesunder Mensch wird daran nicht so schnell dann sterben. Aber es ist gefährlich für jeden, heutzutage ins Krankenhaus zu gehen. Menschen im globalen Süden, ja, zahlen die Rechnung auch. Jetzt erstmal Zuständigkeiten. Wer ist eigentlich zuständig für Agrarpolitik? Auf EU-Ebene? Wer ist das? EU-Kommission. Richtig, genau. Der EU-Kommissar und sein ganzer Laden halt. Die Kommission. Dann auf Bundesebene? Schmidt. Richtig, der Landwirtschaftsminister Schmidt. Und und in Bayern auf Landesebene? Brunner. Super, gut, kennen sich alle gut aus. Ja? Gut. Der EU-Kommissar, seit 2014 ist das ein Phil Hogan, von dem haben wir noch nicht so wahnsinnig viel gehört. Ja?
der Bundesminister für Landwirtschaft und der Landesminister. Am wichtigsten ist hier aber für uns hier der EU-Kommissar, weil sehr viel Agrarpolitik wird einfach auf EU-Ebene gemacht und sehr viel Geld wird dafür auch ausgegeben. Ja? Und die anderen haben natürlich auch ein bisschen mitzureden, aber sie können jetzt nicht sagen, okay, wir scheren uns nicht um die höhere Ebene, sondern wir machen unser eigenes Ding. Ja? Also deswegen werde ich mich hauptsächlich auch mit EU-Agrarpolitik beschäftigen. Wie hoch ist das EU-Budget für Subventionen in der Landwirtschaft pro Jahr? Und zwar für die ganze EU. Hat jemand eine Idee? 350 Milliarden. Ah, da sitzen Experten, okay. Ja, das trifft es ungefähr, aber nicht pro Jahr. Welchen Anteil hat es am Gesamtbudget der Europäischen Union? Die Hälfte? 20%. Bitte? 20%? 30%. 30%? Über 50 nicht. Etwas über 30%, ja? Nicht? Das heißt, um die 30% habe ich auch solche und solche Zahlen gelesen. Und was zahlt jeder EU-Steuerzahler im Durchschnitt pro Jahr für diese, wenn sie einen hohen Steuersatz haben, natürlich mehr, also, aber sonst, was meinen Sie, wie viel zahlt jeder EU-Bürger im Jahr im Schnitt? Nur für die Agrarsubvention. Vielleicht 1000 Euro. 1000 Euro? Wow. Jeder Steuerzahler, nicht jeder Bürger, jeder Steuerzahler. 1000 Euro? Nicht ganz so viel, okay. Schauen wir mal. In 7 Jahren, also die Agrarpolitik wird immer, es gibt diesen Finanzrahmen, der erstreckt sich immer über 7 Jahre, ja, nicht? Und in 7 Jahren haben wir ungefähr 400 Milliarden Euro zur Verfügung. Pro Jahr sind das ungefähr 57 Milliarden für die gesamte EU wohlgemerkt. Milliarden ist aber auch schon relativ viel Geld. 1 Milliarde sind 1000 Millionen. Ja? Und das sind Zahlen, die sind nicht richtig vorstellbar für uns. Das Gesamtbudget der EU für diesen Zeitraum ist ungefähr 1% des Bruttonationaleinkommens und da sind das so an die 40%, ja, ungefähr, ja. Diese 230 habe ich mir so zusammengerechnet, das ist pro EU-Steuerzahler, man kann davon ausgehen, dass die Deutschen da stärker zur Kasse gebeten werden, dass es bei uns auch gut das Doppelte sein kann. Wenn man jetzt von 45 Steuerzahlerjahren ausgeht. Oder Monaten. Ach so, im Leben. Im Leben, ich gehe vom ganzen Leben aus. Ja. Kann man sagen 10.000 Euro oder in Deutschland als Steuerzahler kann man auch mal 20.000 Euro dann bezahlt haben für die Subventionen. Das ist immer was man irgendwie mit berücksichtigen muss. Ja? Wie viel habe ich eigentlich selber dazu beigetragen? Und vor allem, wenn man Steuer zahlt, dann wählt man ja normalerweise auch und dann möchte man natürlich auch, dass die man wählt, mit den Steuergeldern so umgehen, dass man selber das auch vertreten kann. Ich bin jetzt hier von der Erwerbsquote von 50% um 45 Jahren Steuerzahlung ausgegangen, einfach mal so ungefähr. Ja? Jetzt, die GAP-Zahlungsbilanz, für uns jetzt nicht so wichtig, Deutschland ist Nettozahler, kriegt weniger, kriegt nur halb so viel zurück, wie es einzahlt. Nettoempfänger sind die Länder, die mehr Landwirtschaft haben, das ist ganz klar. Das ist auch nicht schlimm. Und Mittelosteuropa. Der Bauernverband hat über das EU-Budget gesagt, die scheinbare Agrarlastigkeit des EU-Haushaltes hat seine Gründe. Bis heute ist die gemeinsame Agrarpolitik
der einzige vollgemeinschaftlich finanzierte Politikbereich. Das stimmt auch. Vollgemeinschaftlich finanzierte Politikbereich. Warum habe ich das Wort Politikbereich unterstrichen? Weil Politik eigentlich etwas ist, ja, was ausgehandelt wird, wo man auch als Bürger Einfluss drauf haben sollte. Das sieht aber fast keiner so. Es ist irgendwie so die Idee, ja, in Brüssel wird irgendwas gemacht und wir können da auch gar nichts dran ändern, was jetzt in Brüssel da entschieden wird, da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Das wird immer so ein bisschen so vermittelt. Stimmt aber überhaupt nicht. Man sieht ja daran, was für einen großen Einfluss die Frau Aigner zum Beispiel hatte, als diese Dinge ausgehandelt wurden vor ein paar Jahren. Aber da komme ich später noch drauf. Und dann sagt der Bauernverband, im Durchschnitt zahlt jeder EU-Bürger 32 Cent am Tag für die EU-Agrarpolitik als Beitrag für gesunde, sichere Nahrungsmittel und eine vielfältige Kulturlandschaft. Aha, ist das so? Ja, das wollen wir dann mal prüfen. Was passiert mit unserem Geld? Jetzt nicht Deutschland, sondern ganze EU. Ja? Es gibt die erste Säule und die zweite Säule. Dazu muss man sagen, der Finanzrahmen ist immer für 7 Jahre und alle 7 Jahre wird das neu verhandelt. Das heißt, jetzt bald laufen die Verhandlungen für die Zeit von 2020 bis 2027. Jetzt ist es an der Zeit, sich da ein bisschen zu informieren, damit man sich da auch einmischen kann. Ja? Die erste Säule sind die sogenannten Direktbeihilfen. Das ist das Geld, was den Bauern geschenkt wird. Ja? Hier 77%. Die zweite Säule ist die ländliche Entwicklung. Ländliche Entwicklung, da geht es um stärker auch um ökologische Investitionen. Das ist immerhin schön, weil diese zweite Säule gab es in der Form so früher nicht. Erst seit dem Jahr 2000 ist peu à peu das ein bisschen aufgebaut worden. Das ist für die gesamte EU. Das sind das, was ich da vorhin zu 400 Milliarden zusammengerechnet habe. Ist natürlich in Wirklichkeit eine krumme Zahl. Die GAP-Gelder in Deutschland, GAP heißt gemeinsame Agrarpolitik, ja, für die gleichen Jahre, ja, hier erste Säule, Flächenprämie, Greeningprämie, erste Hektarprämie und so weiter, was es da alles gibt, das werde ich nachher noch erläutern und das ist für die ländliche Entwicklung, ja, hier mit dieser Mistgabel, weil das natürlich dem Bund Naturschutz nicht genug ist, ja. Wie wird jetzt das Mittel verteilt? Das Mittel aus der ersten Säule wird im Prinzip zum großen Teil, nicht ganz, aber im Prinzip nach dem Gießkannenprinzip verteilt. Ein Bauer muss ein Feld bewirtschaften, dann erhält er eine Flächenprämie, egal was er darauf anbaut. Ja? Es gibt ein paar Vorschriften noch, okay, mit einer gewissen Fruchtfolge und so. Und diese Flächenprämie ist aber sehr unterschiedlich. In manchen Ländern ist diese Flächenprämie pro Hektar sehr hoch, in Deutschland zum Beispiel. In Holland ist sie noch höher. Und in anderen Ländern, die vielleicht eine sehr, sehr große Landwirtschaft haben und weniger produktiv sind oder andere Gründe, ist diese Förderung dann geringer. Also man bekommt ungefähr zwischen 100 und 400 Euro pro bebautem Hektar. Ja? Wie ist überhaupt die Agrarpolitik historisch entstanden? Nach dem Weltkrieg kann man sich denken, dass es da nötig war, eine Agrarpolitik zu haben. Die hatte das Ziel, einfach die Bevölkerung zu ernähren. Ja? Vermeidung von Hungersnöten, das war das Hauptziel, 57. Das war ja noch gar nicht so lange her, dass wir Hungersnöte hatten. Ja? Diese Agrarpolitik war so extrem erfolgreich, dass in den 60er und 70er Jahren die Produktivität schon so hoch war, dass es
eine Überproduktion gab. Ja? Es gab aber eine Lücke zwischen den hohen Kosten bei der Produktion und niedrigen Verbraucherpreisen. Ich denke, dass da wurden die Verbraucherpreise auch irgendwie subventioniert, das weiß ich aber nicht genau. Dann gab es eine Kampagne, einen neuen Plan, Mansholt, das sind dann immer diese Kommissare, ja, ein Plan zur Effizienzsteigerung, die kleinen Betriebe, viele kleine Betriebe sind dann verschwunden oder sind in die Nebenerwerbslandwirtschaft ausgewichen. Und in den 80er Jahren war schon das Ziel die Vermeidung von Überproduktion. In den 80er Jahren hatten wir schon Probleme, hatten wir Milchquoten, hatten eine Deckelung der Ausgaben und so. Und dann kam man drauf, naja, Überproduktion ist schlecht, aber machen wir, dann gab es eine stärkere Nachfrageorientierung. Man hat dann versucht, Exportoffensiven zu machen. Und hat Exporte auch subventioniert. Diese Zeit ist Gott sei Dank jetzt so gut wie vorbei. Exportsubventionen spielen praktisch keine Rolle mehr, denn Exportsubventionen sind der allerkritischste Punkt, wenn es um eine Weltfragen geht. Denn wir haben dann praktisch unsere Überschüsse haben wir auf dem Weltmarkt entsorgt zu Dumpingpreisen. Und wir tun das zwar immer noch, aber das wurde auch noch subventioniert früher. Dann ab dem Jahr 2000 gab es eine große Wende, dass die Entwicklung ländlicher Räume als ein Hauptziel benannt worden ist. Verwirklicht allerdings in der Form noch nicht. Eine Neuausrichtung der EU gab es 2014, und zwar hatten wir einen Kommissar Dacian Cioloș ist er. Der ist jetzt, glaube ich, Ministerpräsident oder Präsident Rumäniens geworden. Und er hat diese Europapolitik, er hat auch Bürgerbeteiligung da zugelassen, Beiträge von Bürgern und Interessensgruppen dann auch eingesammelt und hat eine sehr schönen Vorschlag gemacht für eine bessere Agrarpolitik. Es ging um kluges, nachhaltiges und gemeinsames Wachstum. Die erste Säule, die Direktzahlungen, sollten an Bedingungen geknüpft werden, Einhaltung der Fruchtfolge, Greening und so weiter. Und die zweite Säule, die Förderung des ökologischen Landbaus, sollte verstärkt werden. Und dann hatte er noch die Idee, dass man die Subventionen ab 100.000 Euro deckelt. Also und ab 300.000 Euro einstellt. Also es gibt offensichtlich landwirtschaftliche Betriebe, die im Jahr mehr als 300.000 Euro nur an Subventionen kassieren. Ja? Und seine Ideen hätten dazu geführt, dass mittlere und kleine Betriebe dann natürlich überproportional profitiert hätten. Das wurde heftigst bekämpft, unter anderem sehr, sehr stark auch vom Deutschen Bauernverband. Und damals war ja die Frau Aigner Landwirtschaftsministerin. Und ihr Staatssekretär war der Herr Müller, der heute im BMZ sitzt, als Entwicklungshilfeminister. Und beide haben den Bauernverband massivst unterstützt, also Lobbyismus für den Bauernverband gemacht, würde ich es jetzt mal nennen. Jedenfalls sind die Vorschläge abgelehnt worden und vor allem das, hier die Deckelung, da waren sie nicht einverstanden. Und das Greening. Das Greening war ein ganz, ganz großer Streitpunkt. Vielleicht mal kurz, was ist Greening? 30% Greening heißt 30% der Direktzahlungen, also von der ersten Säule, bekommt ein Betrieb nur, wenn er drei Umweltstandards einhält. Gewisse Fruchtartenvielfalt auf dem Acker, Dauergrünland, Erhalt
und ökologische Vorrangflächen. Hier, das war der Hauptkritikpunkt. Ökologische Vorrangflächen, und zwar 10%. Das war der Wunsch von Cholos, dass also jeder Landwirt auf seinem Feld 10% Fläche hat, die er entweder gar nicht bewirtschaftet oder wo er Blumenbeete hat oder Büsche oder Bäume oder irgendwas, wo es in erster Linie darum geht, dort die Artenvielfalt zu erhalten, also Nischen zu schaffen für die Insekten, für die Vögel und so weiter. Und dagegen hat der Bauernverband massiv gekämpft und hat sich auch insofern durchgesetzt, als jetzt der Kompromiss ist, dass es nur 5% sein soll. Ich habe sie mal erlebt bei einem Vortrag, dann hat sie gesagt, ja, soll denn das schöne Geld etwa alles nach Rumänien fließen? Weil man in Rumänien natürlich noch mehr kleinbäuerliche Landwirtschaft hat und weil dann die deutschen Bauern wahrscheinlich nicht so stark jetzt von den Subventionen da profitiert hätten, die Großbauern jedenfalls nicht. Und der Staatssekretär Müller meinte allen Ernstes, ich habe damals gedacht, es sei Zynismus, aber inzwischen nach der Politik jetzt denke ich, der hat das wirklich geglaubt. Der hat gesagt, ja, die hungernden Kinder in Afrika, wenn man jetzt diese 10% auch, wenn man die verliert und dann 10% weniger anbauen kann, dann die mit diesem, was man da anbauen könnte, könnte man doch in Afrika ganze Dörfer und ganze Länder ernähren. Also das ist so ein bisschen diese Idee von We Feed the World, ja, nicht? Aber gut, inzwischen hat sich das vielleicht auch ein bisschen verändert, aber ich war wirklich überrascht, als ich das gehört habe damals. Hier kann man es nochmal an der Grafik sehen. Ich finde die Grafik deswegen ein bisschen kompliziert, weil hier gleich mehrere, ganz, ganz viele Informationen in einer einzigen Grafik sind. Wir sehen hier von 1990 bis 2020, was es ja noch gar nicht gibt, aber okay, wir sind jetzt hier, ne? 2016, das ist in die Zukunft, die Prognose. Die EU der 12 Länder, 15 Länder, 25 Länder und 27 Länder. Man sieht, das sind die Gesamtausgaben, ja? Die sind gestiegen. Aber das ist der prozentuale Anteil am Gesamtbudget, der ist wohl gesunken hier. Hier ist er jetzt bei ungefähr 0,4, also am GDP, Gross Domestic Product, also BIP ist das, ja, von ganz Europa. Ja? Und wir sehen hier, die anteiligen Ausgaben. Hier in diesen Jahren hat man sehr viel, das rote sind die Exportsubventionen, die sind ausgelaufen, Gott sei Dank muss man sagen. Das sind andere marktunterstützende Maßnahmen, die sind auch immer weniger geworden, marktunterstützend. Und hier das Grüne, das sind die Direkthilfen. Die sind immer größer geworden. Ja? Und hier haben wir aber die Umweltauflagen, also Ausgaben für Umwelt, hat auch ein bisschen zugenommen. Ja? Aber das sind alles die Direkthilfen hier noch. Und ja, was jetzt unser Wunsch ist, zum Beispiel, die Europäische Union erlaubt, dass man, dass jedes Land bis zu 15% der Leistungen aus der zweiten Säule umschichtet in die erste Säule. Deutschland macht das aber nur, sind nur 4,5%. Darüber wird jedes Jahr neu abgestimmt, und zwar sind das die Landwirtschaftsminister der Länder, ja, die darüber entscheiden, wie groß dieser Umschichtungsteil sein soll. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Forderung, zum Beispiel vom BUND,
von anderen auch, dass man das ausschöpfen soll, dass man versuchen soll, diese 15%, die man umschichten darf, der zweiten Säule zukommen lassen darf, dass man das auch möglichst ausnutzen sollte. Die zweite Säule ist Naturschutz oder so, ein bisschen Artenvielfalt. Ja, genau, genau. Das sind ökologische Maßnahmen. Das ging relativ schnell. Ich glaube, es war gut verständlich, oder? Zu schnell, zu langsam? Schon okay? Gut, gut. Weil wenn jemand jetzt was nicht versteht, dann einfach mal eine Zwischenfrage. Ja? Dann, die Direktzahlungen, das ist die erste Säule, nicht? Ist es jetzt so, dass es eine Basisprämie gibt pro Hektar? Es gibt aber auch so eine Greening-Prämie und Umverteilungsprämien gibt es auch. Das ist immerhin sehr angenehm, aber keine Deckelung nach oben. Ja? Nicht? Für die ersten 50 Hektar gibt es 50 Euro mehr pro Hektar, für weitere 16 Hektar 30 Euro mehr und ja, Juglandwirte erhalten bis 90 Hektar 44 Euro mehr, weil man auch das Problem hat, dass man keinen Nachwuchs findet. Einerseits gibt es viele landwirtschaftliche Betriebe, die eingehen, andererseits gibt es weniger und weniger junge Leute, die Landwirtschaft betreiben wollen. Ja? Hier, das ist vielleicht noch ein wichtiges Chart. Hier sieht man, wie die EU-Direktzahlungen auf Betriebe in Deutschland, das ist jetzt aus dem Jahr 2012, verteilt worden sind. Ja? Das ist der Anteil der Zahlungen und der Anteil der Betriebe und die die Größe. Ja? Man sieht hier, dass sehr viel Zahlungen, 31% der Direktzahlungen, ja, haben 2% der Betriebe erhalten. Ja. Also das sind die Zahlungen hier. Sehr, sehr kleine, sehr, sehr, sehr große Betriebe, ja, kassieren einen sehr, sehr großen Anteil an diesen Zahlungen. Und hier diese vielen, vielen kleinen Betriebe kassieren relativ wenig. Hier ist es ungefähr ausgeglichen. Ja? Oder hier geht auch noch. Aber hier ganz wenig Betriebe bekommen einen sehr großen Teil von diesen Subventionen. Ist das klar? Einige große Betriebe. Und ja, der Wunsch ist jetzt, auch eine politische Förderung, so ist es in Deutschland und das wäre möglich. Das heißt, nach EU-Recht, ja, könnte man praktisch hier diese Zahlungen erhöhen für die ersten Hektar, könnte man noch stärker erhöhen, als sie hier sind und hier das abschmelzen. Die Kappung, also praktisch da dann weniger bezahlen für die Betriebe ab 5000 Hektar. Jetzt ist es so, dass ein Betrieb, der 30 Hektar hat, kriegt pro Hektar ein bisschen mehr als ein Betrieb, der 5000 Hektar hat. Ja, das war, 30 Hektar, das war früher ein großer Bauer. Das ist heute nicht mehr wirklich so relevant. 5000 Hektar ist allerdings wirklich riesig. Ja, nicht? Und der Wunsch wäre jetzt, dass man sagt, hier die Prämie entsprechend erhöhen, den Rahmen, den die EU vorgibt, voll ausschöpfen, ja, und hier dafür das entsprechend ein bisschen abschmelzen. Der Bauernverband will das nicht, der Bauernverband vertritt in erster Linie die großen Bauern. Jetzt möchte ich mit der Agrarpolitik abschließen, ganz kurz zum Handel kommen.
Und die Geschichte der Discounter, über Discounterökonomie brauche ich hier, glaube ich, nichts zu erzählen. Das kennt man bei Attac sehr gut. Wir wissen alle, dass die Brüder Albrecht praktisch nach dem Krieg erstmal in den Jahren, als sie dann entstanden sind, viel Gutes getan haben, ohne Werbung, hohe Qualität geliefert haben, kein Schnickschnack. Es war in gewisser Weise auch eine gewisse Fairness gegenüber dem Verbraucher. Aber wie wirkt sich diese Discounter-Ökonomie heute aus? Der Druck auf Konkurrenten wird immer größer. Es ist ein riesen Verdrängungswettbewerb. Nur die größten Lieferanten überleben. Dieser Druck wird weitergegeben auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Es gibt dann auch ausbeuterische Arbeitsbedingungen dadurch. Massentierhaltung ist auch eine Folge der Discounter-Ökonomie. Beziehungsweise, sagen wir es mal so, die bedingen sich gegenseitig. Ja? Milchpreiskampf und Bauernsterben, Verödung von Kleinstädten und vor allem auch eine Vereinheitlichung des Nahrungsangebots von Rügen bis, sage ich, ganz im Südwesten von Europa. Überall kann man inzwischen die Aldi und Lidl und so Produkte kaufen und sie sind fast überall gleich. Es gibt immer noch ein kleines regionales Segment, was aber auch dann nur von Großlieferanten praktisch bedient wird. Es ist eine Verödung und Vereinheitlichung unserer Kultur und unseres Nahrungsangebotes. Handelspolitik, Abkommen mit Ländern des Südens. Die WTO, das kennen alle hier, ja, nicht, hat Präferenzen für sogenannte Entwicklungsländer vorgesehen. Aber der WTO-Prozess ist ins Stocken gekommen, aus verschiedenen Gründen. Und jetzt ist es so, dass die meisten Länder auf bilaterale Abkommen setzen. Die USA setzen auf bilaterale Abkommen und Europa auch. Multilaterale Abkommen sind aber im Prinzip besser für die Länder des globalen Südens, weil bei multilateralen Abkommen können die besser Blöcke bilden und ihre Interessen irgendwo wahrnehmen und organisieren. Bei bilateralen Abkommen ist das viel schwieriger. Und TTIP, TISA, CETA, TISA kennt hier jeder. Aber ich weiß nicht, ob in der TTIP-Gruppe auch über die europäischen Partnerschaftsabkommen gesprochen worden ist. Wahrscheinlich ja, nicht? Und hier gibt es Verhandlungen mit Gruppierungen wie ECOWAS, Mercosur, Südkorea, Indien und der Europäischen Union zur Aushandlung von bilateralen Handelsabkommen. Was ist ECOWAS? Ganz kurz, da, das sind die ECOWAS-Staaten. Ja? ECOWAS ist die Westeuropäische Wirtschaftsunion, ziemlich viele Länder, ich weiß jetzt nicht genau wie viele. 350 Millionen Einwohner sind das hier, ja? Subsahara-Afrika. Die Währung ist an den Franc CFA, also der Franc CFA ist die Währung und ist an den französischen Franc gekoppelt. Und unter diesen Ländern gibt es viele sogenannte LDCs, das sind Least Developed Countries. Für die gibt es Sonderregelungen noch. Das Problem ist aber, dass diese Gruppe auch selbst sehr heterogen ist. Das Bruttoinlandsprodukt ist im Schnitt 1.300 Dollar oder Euro, weiß ich jetzt nicht genau. Das habe ich nicht notiert. Und in Nigeria ist zum Beispiel ein riesiges Land, hier nochmal zurück, hier ist Nigeria. Nigeria hat 180.000 Einwohner, ja, das ist ein riesiges Land. Millionen, oder? 180 Millionen, genau. Ein Land wie Senegal hat zum Beispiel nur 13 Millionen. Und hier gibt es eine Wirtschaftskraft von
500, was habe ich notiert? 500 Milliarden. Und im Senegal nur ungefähr 13 Milliarden. Nigeria hat natürlich auch Öl, ja, nicht? Und es gibt sehr, sehr große Unterschiede dort. Und es gibt seit 10 Jahren, es gab 10 Jahre lang Streit um diese europäischen Partnerschaftsabkommen. Inzwischen sind die Verträge, glaube ich, alle unterschrieben. Ja? Nein. Nicht alle? Ne? Welche noch nicht? Ja, Ostafrika. Ostafrika, ja, ich meine jetzt Westafrika. In Westafrika sind sie alle unterschrieben. So viel ich das weiß, jetzt im Oktober sind noch welche fällig geworden. Und die Verträge, warum gab es so viel Streit? In Ghana hatte man diesen EPAs zugestimmt. Das hat dazu geführt, dass alle Schlachthäuser und viele Kleinbauern ruiniert worden sind wegen der Geflügelimporte aus Europa. Und dann gab es Unruhen und die Verträge wurden abgelehnt und in der Elfenbeinküste gab es ein Problem für Schweinezüchter. In Burkina Faso hat subventioniertes Milchpulver den Markt verdorben und eigentlich gab es überall in diesen Ländern Gegenwehr der Zivilgesellschaft und der Gewerkschaften. Fragt man sich natürlich, warum haben die Leute dann trotzdem diesen Verträgen zugestimmt? Es gibt dafür viele verschiedene Gründe. Es gibt, das sind die AKP-Staaten, das ist Asien, Karibik, Pazifik, das sind 79 Staaten. Die ECOWAS-Staaten gehören Afrika. Auch zu den AKP-Staaten, das ist nicht nur Afrika. Das sind Länder hier, Afrika, aber auch hier diese Staaten und hier. Meistens frühere Kolonien von England und hauptsächlich von England und Frankreich. Und diese AKP-Staaten haben den Vorteil, dass sie volle Zollfreiheit für Exporte in die EU haben. Das ist eine einseitige Handelspräferenz, die wurde ihnen mit dem Abkommen von Lomé 1975 schon eingeräumt. Und das wurde dann immer weiter verlängert. Aber 1995 gab es eine Beschwerde lateinamerikanischer Bananenbauer bei der World Trade Organization. Sie wollten, dass diese Zollfreiheit abgebaut wird. Ja, also so. Also hier die Bananenbauern haben sich darüber geärgert, dass diese Länder hier zollfrei exportieren konnten. Und auch natürlich die afrikanischen Länder, die haben das als Konkurrenz angesehen. Und haben sich dann beschwert bei der WTO, haben da auch Recht bekommen. Und jetzt gibt es eben diesen Kompromiss, dass es 100%ige Zollfreiheit auf Exporte gibt für die AKP-Staaten, aber nur 75%ige Zollfreiheit auf Importe für 20 Jahre Übergangsfrist. Nach 20 Jahren soll es dann paritätisch sein, auf beiden Seiten 100%ige Zollfreiheit. Und die Zollfreiheit ist halt ein ganz großes, die Zollfreiheit für Importe ist ein ganz großes Problem, besonders in Afrika. Lateinamerika nicht so sehr, da weiß nicht, ob wir jetzt so viel dorthin exportieren, aber Afrika ist ja überschwemmt mit unseren Produkten. Gut, was bedeuten diese EPAs? Es ist vorgesehen eine Marktöffnung für Agrarprodukte wie Milch, Geflügel, Fleisch. Im Prinzip bedeuten die EPAs für Afrika auch das, was zum Beispiel TTIP für Europa bedeutet hätte. Eine Öffnung des Marktes für amerikanische Agrarprodukte. Das hätten wir ja nun wirklich gar nicht brauchen können. Ja?
Und es geht dann auch um sowas wie Schutz geistigen Eigentums. Da geht es eigentlich um Sortenschutzabkommen. Monsanto gibt es ja jetzt nicht mehr, es ist dann nur noch Bayer. Ja? Also Tausch und Weiterverkauf von Saatgut ist verboten und es gibt da 20 Jahre Patentschutz und viele andere Sachen mehr. Die EPAs in Indien haben zum Beispiel, regeln zum Beispiel den Marktzugang für Supermarktketten. In Indien haben wir die Situation, dass 35 Millionen Beschäftigte im Einzelhandel dort tätig sind. Und wenn Metro und Carrefour nur 20% Marktanteil hätten dort, würden 8 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen und es würden auch die Strukturen dort zerstört werden. Und was das für ein Land wie Indien bedeutet, wenn der Arbeitsmarkt ganz unten noch weiter erodiert, das kann man sich ja denken. Und für die Kleinbauern hätte das noch viel schlimmere Folgen. Kommen wir zu den Zusammenhängen zwischen unserem Konsum. Diese Geflügelteile, die wir da nach Afrika exportiert haben, das sind meistens irgendwelche Reste. Ja? Hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass Europäer inzwischen daran gewöhnt sind, vom Händchen nur noch die Brust zu essen. Und was dann übrig bleibt, wird sozusagen entsorgt in andere Teile der Welt. Gefüttert werden unsere Händchen in den allermeisten Fällen mit Gensoja aus Brasilien. Das hat dort dazu geführt, dass Indigene vertrieben worden sind und dass für Sojaanbau riesige Flächen gerodet worden sind. Es gibt Länder, es gibt Staaten in Brasilien, wo fast das ganze Land einer Person gehört und die Person auch noch Gouverneur ist von diesem Staat. Ja. Gemildert wurde das in Brasilien jetzt zum Beispiel durch solche Programme wie Zero Form, was so viel heißt wie Null Hunger, von dem damaligen Präsidenten Lula. Ist natürlich schon gut, dass man Familien mit Geldmitteln so versorgt hat, dass sie wenigstens nicht Hunger leiden mussten. Aber andererseits ist es auch so wie so ein Programm zur Ruhigstellung. Und was bewirkt unser Gen-Sojahuhn in Afrika? Die aufgetaute Ware landet dort auf Wochenmärkten. Die Importeure zahlen manchmal nur 70 bis 80 Cent für ein Kilo Fleisch dort. Einheimische Geflügelhändler verlieren ihre Existenzgrundlage und das kam zu Protesten. Und die EU droht gegebenenfalls mit Entzug der Unterstützung, wenn da diese Abkommen nicht unterschrieben werden. Und die Regierungen, die leben ja von Hilfsgeldern statt von Steuergeldern. Das heißt, die fühlen sich nicht wirklich ihren Bürgern gegenüber in der Verantwortung, weil die Bürger bezahlen sie ja nicht, sondern sie leben ja von Hilfsgeldern. Geldern. Also Fluchtgrund Hähnchenbrustfilet wäre vielleicht ein bisschen zu wenig. Aber es ist interessant, wie das doch auch alles zusammenhängt. Was tun? Was sind Lösungsvorschläge? Ich habe jetzt mal verschiedene Lösungsvorschläge notiert. Einmal vom Bauernverband, UNO, NGOs, kirchliche Gruppen, Umweltgruppen, politische Parteien, Konsumenten. Und was kann man auf der kommunalen Ebene tun? Der Bauernverband setzt auf eine technokratische Lösung des Hungerproblems. Ja, Gentechnik, tolles Saatgut, unsere Maschinen, alles exportieren in alle Teile der Welt, immer mehr, immer größer Landwirtschaft betreiben. Durch Hilfsprogramme, ja, wenn dann doch Hungerkatastrophen auftreten, dann wird man durch Hilfsprogramme praktisch
die Hungernden in der Welt irgendwie praktisch da zufriedenstellen, fast wie eine Art Fütterungsprogramm. Und durch vom Wirtschaftswachstum werden alle irgendwie profitieren. Das ist eine Idee, die auch inzwischen schon so gut wie widerlegt ist. Und nationale Sozialhilfeprogramme können auch was bewirken. Politische Forderungen sind zum Beispiel von den Vereinten Nationen. Die sagen, wir müssen eine aktive Menschenrechtspolitik einfordern. Wir sollen darauf achten, dass wir keine Handelsabkommen abschließen, die Strukturen gefährden oder zerstören. Und keine Futtermittelimporte aus Regionen, wo Bauern vertrieben werden oder Wälder gerodet. Das ist ja auch klimarelevant. Klima habe ich jetzt gar nicht, bin ich jetzt gar nicht so drauf eingegangen, aber das ist ja ein anderer, ganz, ganz wichtiger, wesentlicher Punkt für andere Landwirtschaftspolitik. Und restriktive Exportpolitik, Abbau der Überschussproduktion, das alles läuft darauf hinaus. Was wir brauchen, ist eine Förderung der bäuerlichen ökologischen Landwirtschaft. Weil nur so können wir die Überschussproduktion abbauen und so sind wir dann auch nicht mehr auf Exporte angewiesen. Wir sind sowieso nicht auf Exporte angewiesen, wir brauchen das in Deutschland nicht. Wenn wir jetzt aus ökologischen Gründen keine Autos mehr bauen würden, okay, dann hätten wir wirtschaftlich wahrscheinlich ein Problem. Aber wenn wir aus ökologischen Gründen sagen würden, nö, wir machen jetzt in Deutschland nur noch ökologischen Landbau, alles andere ist verboten oder so, hätten wir überhaupt kein Problem. Ja? Unsere Wirtschaft würde darunter gar nicht leiden, sie würde vielleicht sogar davon profitieren. Forderungen der Umweltverbände, weniger Pestizide natürlich, Bienensterben stoppen, Schutz der Artenvielfalt, bei Saatgut auch und in der Tierwelt. Eine nachhaltigere Bodenbewirtschaftung, keine Massentierhaltung, keine Qualtierhaltung, weniger Fleischkonsum, das sollte ich vielleicht hier an erste Stelle stellen, ja, und Förderung der bäuerlichen Landwirtschaft. Politische Parteien, also wenn wir nochmal zurückgehen, NGOs, Umweltgruppen, die UNO, denken eigentlich alle ziemlich gleich. Alle haben die gleichen, alle wissen eigentlich, was gemacht werden muss. Die politischen Parteien, die denken in Legislaturperioden, ein bisschen nach dem Motto, nach mir die Sintflut, zum Teil auch sehr reaktiv. Oh, da ist jetzt ein Problem, das ist ja so sichtbar, dass man es überhaupt nicht mehr leugnen kann. Okay, jetzt müssen wir irgendwas machen, ja. Es gibt dann sehr viel Aktionismus, so wie dieses Label Tierwohl, was unser Minister Schmidt jetzt eingeführt hat. Das ist eigentlich mehr Marketing zur Volksberuhigung. Und dann gibt es auch, und das habe ich auch besonders bei der SPD festgestellt, es gibt da keinen großen Unterschied so zwischen den Parteien, aber bei der SPD gibt es auch sowas in vielen Bereichen, sowas wie einen blinden Fortschrittsglauben. Das ist diese Idee, dass diese Rationalisierungsgewinne, so wie man sie ja in der Autoindustrie oder in anderen Industriebereichen erwirtschaftet hat, dass es nur darum geht, diese Rationalisierungsgewinne irgendwie richtig zu verteilen und dass die Rationalisierung selber aber ganz, ganz toll ist. Und dass man vielleicht Autoindustrie oder andere Industriezweige nicht unbedingt so auf den Agrarsektor übertragen kann, weil es da ja immerhin um Menschen und Tiere und um unsere Umwelt geht. Das ist bei manchen Leuten nicht in die Köpfe reinzukriegen. Sehr viele Leute haben aber vor allem überhaupt gar keinen Bezug zum Thema. Ja? Agrarpolitik, wieso? Wir sind doch hier in der Stadt, was wollen wir uns mit Agrarpolitik beschäftigen? So höre ich oft. Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer aufs Erwachen. Und zwar bei der Wasserprivatisierung gab es ja doch bei TTIP und CETA, da gab es eigentlich auch bei politischen Parteien doch jetzt auch sowas wie ein, jetzt müssen wir was machen.
Rolle des Konsumenten ist klar, ein Konsument sollte in der Demokratie vielleicht auch immer Bürger sein. Und da ist die Frage, größtmögliche Wahlfreiheit oder sind wir eine Verantwortungsgemeinschaft? Soll jeder selber entscheiden, wie groß sein ökologischer oder sonstiger Fußabdruck sein darf? Oder soll man die Leute in die Pflicht nehmen, dass sie so handeln, dass sie für ihr Handeln einstehen können? Aber der Konsument alleine kann es nicht richten. Die Politik muss die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Sonst sind immer die Konsumenten, die, was weiß ich, vielleicht sogar vegan oder sonst wie leben, um ihren Fußabdruck möglichst klein zu halten, die geben dann eigentlich von ihrem Fußabdruck sehr viel ab für andere, die dann sagen können, ja, ist mir ganz egal. Ja? Erste Schritte im Alltag, was jeder machen kann, Discounter meiden, möglichst auf Bauernmärkten und bei echten Bäckern, Metzgern, Gemüsehändlern und so weiter kaufen. Möglichst bio oder regional und saisonal oder fair, je nachdem, wie es gerade geht. Ja? Ich sage nicht immer, alles muss immer 100% und ganz unbedingt nur bio und so weiter. Ich finde es ein bisschen traurig, dass unsere Weltwirtschaft hier unten so gar nichts von alledem sozusagen verwirklicht. Ja? Nach der Herkunft von Produkten fragen, das kann jeder im Alltag machen, dass er einfach mal fragt, hier, woher kommt das Fleisch und was ist das jetzt und so. Und dadurch auch seinem Metzger schon signalisiert, aha, das interessiert mich. Gastronomen, die jetzt so super Sonderangebote mit Megaschnitzeln und so weiter anbieten, vielleicht meiden und denen auch sagen, dass man da nicht hingeht, weil man es nicht so toll findet. Und wenn man jetzt nicht vegetarisch oder vegan leben möchte, dann wenigstens weniger Fleisch essen, aber möglichst alles vom Tier und nicht nur die Filets. Kisten bestellen ist auch eine gute Variante. Politisch aktiv werden, was kann man machen? Abgeordnetenwatch natürlich erstmal checken, wer unterstützt eigentlich was. Beteiligung an Bündnissen natürlich, die EPAs publik machen. Ernährung und Tierhaltung noch mehr ins Gespräch bringen und vor allem Engagement bei niederschwelligen Kampagnen wie München artgerecht. München artgerecht. Ich finde, das Thema ist so wichtig wie der Atomausstieg. Es ist nicht weniger wichtig. Ja, Atomausstieg haben wir geschafft. Die Grünen sind, also was jetzt den Hofreiter angeht, der ist da ganz auf der hat eine ganz klare Position zur Landwirtschaft und so weiter. Der kennt sich auch super gut aus, aber die bringen das Thema immer nur so in Expertenrunden ein. Ja? Es wird nicht wirklich offensiv damit in die Öffentlichkeit gegangen. Vielleicht haben die noch diesen Schock von diesem Veggie Day oder so, dass sie denken, wegen dem Veggie Day sind sie nicht gewählt worden. Ich glaube, das hing nicht mit dem Veggie Day zusammen, sondern eher damit, dass sie mit so seltsamem Personal manchmal spazieren gehen. Aber gut, das ist meine private Meinung. Jetzt, was ich toll fände, wenn es ein Bürgerbegehren gäbe, auf EU-Ebene, so wie mit dem Wasser. Dieses Wasserbürgerbegehren war ja ausgesprochen erfolgreich und so sollte es auch ein Bürgerbegehren geben für eine andere Landwirtschaft. Und es soll heißen, öffentliche Gelder für öffentliche Leistungen. Also die Forderung ist eigentlich die erste Ebene. Habe ich die Forderung hier? Genau. Die Forderung ist öffentliche Gelder für öffentliche Leistungen, kurzfristig weitgehende Umschichtung von der ersten auf die zweite Säule, das sind diese 15%, die ich mal gezeigt habe, mittelfristig Abschaffung der ersten Säule, alle Landwirte, die jetzt so im ökologischen Landbau sind, sagen das immer wieder, die erste Säule brauchen wir gar nicht, wir sollen den Mitteleinsatz zur Förderung des ökologischen Umbaus der Landwirtschaft benutzen. Und da wäre das Geld wirklich super gut angelegt. Und eine andere Forderung wäre noch Kennzeichnung von Fleisch,
nach Haltungsbedingungen, analog zu den Eiern. Bei den Eiern wisst ihr ja, es ist 0, 1, 2, 3. 0 ist Bio, ist das richtig? Ja. Genau. Und 3 ist Käfighaltung. Und dann haben die Supermärkte irgendwann mal die Dreier einfach aussortiert, weil sie gesagt haben, na, das kauft dann eh keiner mehr, wenn da steht Hühner aus Eier aus Käfighaltung. Ja, nicht? Und jetzt kaufen die meisten Leute entweder Bio-Eier oder Eier aus Bodenhaltung. Und die anderen gibt es ja quasi nicht mehr. Und wenn Fleisch genauso gekennzeichnet würde, dann wäre damit schon sehr, sehr viel gewonnen. Ja? Dass man dann auch weiß, warum gebe ich jetzt so viel Geld mehr dafür aus? Ist das auch wirklich aus besserer Haltung? Dann bezahle ich das auch gerne. Aber wenn es das nicht ist, dann möchte ich auch den höheren Preis nicht zahlen. Jetzt die Rahmenbedingungen für politische Veränderungen sind eigentlich ganz gut. Die Lissabonner Verträge erlauben, dass das Europäische Parlament viel mehr und stärker mitentscheidet, über Agrarpolitik auch. Das Europäische Parlament muss jedem Freihandelsabkommen zustimmen. Das bedeutet, man kann auch seine Europaparlamentarier mal darauf ansprechen. Und Initiierung eines Bürgerbegehrens auf EU-Ebene, das wäre toll. Vielleicht möchte jemand von euch hier sowas in die Hand nehmen. Wäre super. Was kann man sofort machen? Ja, jetzt ist auf Tollwut wieder das Bündnis Artgerechtes München aktiv. Hier habe ich was mitgebracht, kann man zumindest mal unterschreiben für ein artgerechtes München. Das bedeutet, die Forderungen sind, dass zum Beispiel auf Empfängen, dass die Stadt München auf Empfängen nur noch Fleisch aus artgerechter Tierhaltung anbietet. Das sind die Leute von Artgerecht München. Wir sind Münchnerinnen und Münchner. Wir sind für eine bäuerliche Landwirtschaft im Einklang mit Mensch, Tier und Natur. Für einen respektvollen Umgang mit Tieren. Gegen industrielle Intensivtierhaltung, die Tiere krank macht und die Gesundheit des Menschen bedroht. Gegen eine Massentierhaltung, die Menschen und Tiere ausbeutet. Wir sind für ein artgerechtes München. Und das Bündnis Artgerechtes München ist aus Tollwut, ich will nicht sagen hervorgegangen, das sind Mitarbeiterinnen von Tollwut. Es gibt ja bei Tollwut eine Gruppe, die ist zuständig für Umwelt. Kann man mich da hinten hören? Geht das? Ja, gut. Die ist zuständig für Umwelt und die haben das initiiert. Und die sind sehr erfolgreich, weil sie einfach auch sehr gut vernetzt sind. Hier kann ich mal rumgehen lassen. Viele kennen das wahrscheinlich schon. Wir haben auch viele Prominente mit dem Boot. Das lasse ich mal hier rumgehen. Da habe ich jetzt leider nicht genug Prospekte mitgebracht. Liegt das auch da hinten auf dem Tisch? Nee, da sind leider keine mehr. Da hinten liegen aber viele andere Sachen zum Anschauen. Zum Teil auch zum Mitnehmen. Ja, nicht? Bitte schön. Und also bei Tollwut kann man da jetzt auch wieder, hier kann man unterschreiben und bei Tollwut kann man auch unterschreiben, die haben dort auch immer einen Stand, das wisst ihr ja, wenn ihr zu Tollwut regelmäßig geht. Und der Erfolg war zum Beispiel, dass am 19.10. dieses Jahr der Stadtrat hat heute beschlossen, bei städtischen Empfängen werden zukünftig nur noch Produkte aus artgerechter Tierhaltung aufgetischt. In Schulen und städtischen Institutionen starten Pilotprojekte. Jetzt muss das Wirtschaftsreferat nachziehen und einen engagierten Vorschlag für die Münchner Großveranstaltung machen. Alles andere wäre widersprüchlich. Unser Ziel ist, dass wir mit München artgerecht auch auf die Wiesen kommen. Das heißt, dass auf der Wiesen auch der Anteil an Bio oder an Fleisch aus artgerechter Haltung sukzessive steigt. Ja? Aber dafür brauchen wir natürlich die Unterstützung der Münchner Zivilgesellschaft und der Stadtgesellschaft. Und bis wir das erreichen, müssen wir noch verdammt viele Unterschriften sammeln, glaube ich.
Aber das ist unser Ziel. Ja? Warum sich kleine Ziele setzen, wenn man vielleicht auch große erreichen kann. In dem Kontext möchte ich ganz kurz noch darauf hinweisen, das hat mit Ernährung jetzt nichts zu tun. Die Stadt München wird 3000 neue Fairphones, wird 3000 Smartphones anschaffen und viele, viele PCs und so. Aber wir haben einen Brief geschrieben vom Nord-Süd-Forum, also ich habe den im Auftrag des Vorstands geschrieben, an den Bürgermeister, an den Oberbürgermeister, die Bitte doch zu prüfen, ob nicht Fairphones angeschafft werden können als Smartphones. Und den Brief habe ich vor einer Woche losgeschickt und die Grünen haben das aufgenommen und haben jetzt einen entsprechenden Antrag im Stadtrat. Einen Antrag im Stadtrat gestellt und das wäre eine schöne Sache, wenn ATTAC das auch unterstützen würde und vielleicht auch selber ATTAC da auch einen Brief entsprechend an den Bürgermeister Reiter, er ist zuständig in dem Fall, schicken würde. Und ja, was noch? Mein Hauptziel hier ist eigentlich auch zu mobilisieren, dass viele von euch oder von Ihnen mitfahren nach Berlin auf die Demo. Am 21.01. ist wieder eine Demo von Wir haben es satt. Wir haben es satt, bitte unbedingt mal googeln, weil das ist ein ganz großes Aktionsbündnis von Leuten, die für eine andere Landwirtschaft kämpfen. Ich war auch zweimal, die hatten zweimal auch große Kongresse, also groß heißt 300 Leute waren da ungefähr, dieses Jahr und vor zwei Jahren auch in Berlin. Das war auch sehr, sehr schön und interessant. Und das Bündnis München Artgerecht chartert in diesem Jahr wieder einen Bus und vielleicht möchte ja noch jemand mitfahren nach Berlin zur Demo am 21.01. Seit 7 Jahren gibt es diese Demos jetzt. Am Anfang hieß es, ach, das wird doch nichts. In Berlin kriegt man maximal 2000 Leute auf die Straße für eine Demo, wenn es um Umweltfragen geht. Aber wir waren zuletzt bis zu 25.000 Leute. Ja? Und wir müssen mehr werden, sonst wird es nichts. Inzwischen hat sich sogar schon ein Gegenbündnis gegründet. Wir machen euch satt. Aber wir haben diese Leute vom Gegenbündnis, das sind Jungbauern, die haben wir eingeladen zu uns auf den Wir haben es satt Kongress und haben mit denen diskutiert, wie wir auch mit Vertretern der Lebensmittelwirtschaft und mit Leuten aus den Ministerien diskutiert haben. Nur wenn man mit all diesen Akteuren spricht, kann man letztendlich auch was erreichen. So, das ist jetzt ein Bild von der Demo vom letzten Jahr. Und es wäre schön, wenn ATTAC dann in diesem Jahr, im nächsten Jahr, diesem Jahr, und wenn ATTAC dann am 21.01. auch einen Bus chartert und möglichst viele Leute mobilisieren könnte, mit zu der Demo zu kommen. Ja. Vielen herzlichen Dank. Das war's.